Einen wunderschönen guten Nachmittag Ihnen allen, die so pünktlich hier, richtig deutsch, 17 Uhr, mein Uhrturm getroffen sind, um bei Aktion, Intervention und Partizipation aktiv und passiv Teil dieses heutigen Nachmittags zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Raum so beachtlich füllen, was ich nicht selbstverständlich finde bei diesen Temperaturen, die draußen herrschen. Es ist schön kühl noch hier drin, finde ich, und wir werden versprechen, dass wir uns durch den Nachmittag wie mit einem sanften Wind begleitet bewegen werden, sodass Sie gar nicht merken werden, dass die Sonne so langsam hier rumkommt und diesen Raum aufheizt. Und bevor der so richtig heiß ist, sind wir vielleicht auch schon fertig. Der Nachmittag ist gestaltet von zwei meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter, Johann Christian Hannemann und Felix Lüdecke, die sich mit diesem Thema seit vielen Jahren am Lehrstuhl beschäftigen und initiiert haben, sich mit der Thematik, die in der Überschrift steht, auseinanderzusetzen, dazu ein Seminar zu veranstalten, werden selber davon noch berichten, und im Rahmen eines Symposiums einmal zusammenzutragen, was am Beispiel einer Stadt München eigentlich auf diesem Feld, das wir immer eher in anderen Städten vermuten, ja, man redet viel über Berlin und Wien, wo das alles so stattfindet, und über München wird erstaunlich weniger in Medien berichtet, dass es dort auch Aktionen, Interventionen und partizipative Prozesse gibt und gar nicht wenige, das werden Sie heute Nachmittag erfahren. Viele von Ihnen, die da sind, wissen es, weil sie vielleicht auch selber Teil dieser Szene sind, nenne ich es jetzt mal so, oder selber als Künstlerinnen und Künstler mit Aktionen, mit Interventionen im öffentlichen Raum tätig sind und viele Erfahrungen gesammelt haben. Das ist das, was wir heute Nachmittag teilen wollen. Ich mag begrüßen ganz schnell. Wir haben zu Gast, die ist jetzt gerade kurz wieder raus, Agnes Förster, die mittlerweile Professorin ist an der RWTH Aachen, die hier in München lange am Lehrstuhl von Professor Tierstein Assistentin war. Dann Julia Hahn, Mitbegründerin von Wanda. Florian Otto, der aus dem Büro Bauchplan zu uns gekommen ist, auf der Plakaten steht noch Marie-Therese Okresek, aber da Bauchplan aus vielen Bäuchen besteht, ist es nicht egal, wer kommt, aber der Herr Otto ist genauso gut wie die Frau Okresek, das weiß ich aus langer Erfahrung miteinander. Er ist an der Universität Kassel noch tätig, nein, inzwischen nicht mehr. Und Alexander Steig, der hier als bildender Künstler und Kurator tätig ist, dass die dann zu Beginn als Referentinnen zu Ihnen sprechen, um dann später die Runde zu erweitern um weitere Personen. Ursula Kaser, Diplomgeografin, die am MCTS, am Munich Center for Technology and Society, hier an der TUM beschäftigt ist und mit uns gerade in einem Projekt mit Studierenden arbeitet. Stefanie Jüning, sehr bekannte, renommierte Landschaftsarchitektin hier aus München. Freue ich mich, dass du zu uns kommst. Kerstin Langer, die für die Landeshauptstadt München mitverantwortlich ist, dass im öffentlichen Raum nicht nur das Baureferat sagt, wo es lang geht, sondern auch mit Aktionen etwas passiert. Und Edda Zickert aus der Baugenossenschaft Kooperative Großstadt, die auch Mitarbeiterin am Lehrstuhl Professor Nagel ist. Damit ende ich meine Begrüßung an Sie alle und gebe gleich weiter an meine beiden Assistenten, die Sie heute durch den Nachmittag führen, und wir werden uns gemeinsam bei der abschließenden Podiumsdiskussion wieder treffen. Derweil passe ich ordentlich auf, weil ich lerne unheimlich viel dabei. Vielen Dank, dass ihr das hier initiiert habt. Viel Vergnügen.